Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zur nächsten Comic Review, nämlich Star Wars, die Zeit der Entscheidung. Geht alles um Darth Vader. Nochmal Dankeschön an Panini für die Bereitstellung. Ja, und dann geht's los mit, was da überhaupt da drin ist. Wir kommen erstmal wieder mal zur Story, darum geht es halt in diesem Comic. Darth Vader hat im Geheimen seine eigenen Ziele verfolgt, aber jetzt kommt es zum unausweichlichen Showdown. Zwar hat der Sith Lord den Anschein erweckt, als hätte er alle Aufträge des Imperators erfüllt und somit die Tests seiner Meister bestanden, doch seine geheimen Machenschaften könnten Vader noch zum Hängnis werden. Neben der Hauptstory Zeit der Entscheidung enthält dieser Band noch die beiden Bonus-Stories, die Missgeschicke von Triple Zero und BT und Coda. Ja, das sind 172 Star Wars Action auf diesem Comicbuch, kostet 19,95 € bei Panini und ist vor kurzem erschienen. Doch, ganz gutes Comicbuch. Und das Geile ist ja halt diese ganzen Zeichnungen. Ne? Kommen wir mal wieder zum Team. Das Team ist auf jeden Fall einmal der Text Kieran Gillen, Zeichner Salvador LaRocca oder LaRocca, Farben Edgar Delgado. Und dann geht das halt so weiter. Jeder Abschnitt hat natürlich seinen eigenen Zeichner, aber die sind jetzt die überbegriffenen Zeichner. Und das ist natürlich ein Reprint. Und das Gute ist auf jeden Fall, dass es so ein bisschen aufgebaut wie Graphic Novel. Die ganzen Panels sehen echt sehr schick aus, wo ihr das mal hier so kurz sehen könnt. Ich zeige euch aber jetzt nochmal hier ein paar mehr Bilder. Und das ist echt eigentlich sehr cool aufgebaut, weil das spielt ja vor Star Wars Episode 4, wo Luke Skywalker ja in Erscheinung tretet. Und das ist dann nach Rogue One, weil es wird nämlich der Executor, der Sternzerstörer hier angedeutet. Den seht ihr nämlich jetzt mal eben hier. So, und da ist er nämlich. Und das wird dann so aufgerollt, dass halt noch Darth Vader einen Widersacher hat. Und das fand ich sehr interessant. Die Story ist auch alles immer sehr linear und baut sich halt aufeinander auf. Und das ist sehr, sag mal, was heißt dramatisch? Es ist aber trotzdem so, dass Darth Vader sich halt nicht gefallen lässt. Ne? Darth Vader oder Anakin Skywalker hieß er ja mal. Der ist natürlich sehr mit Zorn noch geballt. Er ist noch jung, das merkt man so ein bisschen. Das ist so die Richtung, sag mal jetzt so ein bisschen wie Kylo Ren. Aber Darth Vader ist natürlich nicht zu vergleichen mit Kylo Ren. Aber das ist wirklich kein schlechtes Comicbuch. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gut reingelesen und muss ganz ehrlich sagen, das ist von der Storyline sehr linear aufgebaut. Auch gut, interessant, weil das kannte man noch nicht so, also ich kannte das noch nicht vorher, weil mich das echt interessiert hatte, weil dieses Zwischenstück, was da drin ist, das könnte man auch gut verfilmen, weil das fehlte einfach und dass dann der hieß Captain Aidan oder so, keine Ahnung jetzt, wisst ihr jetzt nicht mehr, das ist schon ein bisschen länger her, ich habe das vor 2 Wochen gelesen, der ist das wirklich so halt ein Verräter und ja, das Vader sucht schon Luke Skywalker in diesem Comic. Mehr will ich auch gar nicht verraten, ich habe jetzt schon so einen kleinen Ticken gespoilert, aber trotzdem, guckt euch den an, den kann ich euch auch empfehlen und das ist wirklich auch ein Ende, was auch gut umgesetzt ist, ne? Und was auch, sag ich mal, Bock auf mehr macht, ne? Und dann habt ihr noch hier am Schluss hier schöne Covergalerien und so weiter und ich glaube, hier waren auch Infos drin, oder waren da keine Infos drin? Ne, da waren nur Covergalerien und dann war es das gewesen. Aber das Gute ist wirklich, die Zeichnungen sind der Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen hier. Die Zeichnungen sind wirklich schön gemacht und die Texte, das ist einfach ein sehr gutes Comicbuch, was man für 20 € sich mal gönnen könnte, wenn man natürlich ein Star Wars Fan ist. Wenn man natürlich ein Einsteiger ist, würde ich das glaube ich nicht empfehlen. Natürlich kann man das gerne machen, aber ich glaube, das wäre erstmal zu eine Kost, die man glaube ich nicht so verstehen würde. Aber es ist eher sowas für den Fortgeschrittenen wieder in diesem Sinne und natürlich für den Hardcore-Star-Wars-Fan oder der generell sich Comics kauft. Ne? Also, wie gesagt, Star Wars, Zeit der Entscheidung, geht natürlich um Darth Vader. Sie sieht hier auch hier, ne? Natürlich Palpatine und so weiter und die Red Guard ist, glaube ich, da gar nicht mit drin, richtig, aber trotzdem, egal, so, das war das Comic-Review gewesen zu diesem Heft. Der Link ist in der Videobeschreibung drin. Fand ich, wie gesagt, nicht schlecht. Wenn ich das bewerten würde, wird es ungefähr eine 7 von 10 geben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, natürlich, ne, könnt ihr auch disliken, wenn ihr nicht wollt. Guckt die anderen Comic Reviews mal an, zu Marvel und so weiter. DC kommt bald. Der ist aber noch nicht so pralle, aber trotzdem, der kommt bald die Tage. Und, ja, wie gesagt, ne, Abo dalassen. Und wenn ich sage, Leute, ne, bis dann und schauen. Bam!